Hallöchen, Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of the Ocarina of Time mit Lara. Mama! Viel Spaß! Ich dreh mich da mal um. Schlitz. 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 Tot? Hä? What the? Ey, geil, ich hab... Hä? Das ist unfair! Er sollte sterben! Ich freue mich gerade sehr, wie ich das vollbracht habe. Epic. Eine Truhe kommt aus dem Nichts. Und was erhalten wir? Ein Arschloch! Der Spiegelschild! Der Spiegelschild reflektiert Licht oder Energie. Und er setzt ihn ein. Also zwei Dungeon-Items. Nice, nice. So sieht das viel epischer aus. Ja, so sieht es wirklich epischer aus. Jetzt nur noch das Master-Schwert anlegen, dann sieht es noch besser aus. Genau, leg das Master-Schwert mal an. Guck mal, oh. Ja, Leute, ich lege jetzt endlich mal das Schwert an. Weil sonst kann, da kann, damit kann ich besser mit dem Spiegelschild agieren. Oh, zwei Kisten sind hier. Guck, Puck! Ah, genau! Das sind die Kisten, sind nur Herz. Weil Leute, jetzt können wir auch selber hier die Sonne aktivieren mit unserem Spiegelschild. Nase, Krankenhaus. Statt hier wäre schon wieder so ein Raubschleim. Ach ja, den Raum kenne ich zu gut. Ich weiß noch, wie ich damals auf der N64, als ich noch 4 Jahre alt war, immer hoch versucht habe, hochzuklettern. Lara. Aber weißt du, wie ich es jetzt mache? Ja, genau so. Sie gehören das geilste Leute irgendwo. Wofür ist eigentlich Studio Scheiße? Wow, für Herzen oder wie? Haben also schon alle goldenen Skyzüller hier drin oder wie? Würdest du mich flachsen? Ich habe echt schon alle goldenen Skyzüller. Und 89 habe ich jetzt. Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Okay, holen wir uns erstmal den Master Key. Oh. Soll ich diesen Bug benutzen, den ich dafür benutze, anstatt den Schalter zu drücken? Egal. Geht besser, ist schneller. Ja, ach ja. Ich weiß doch. Ah! Ja, guckt Leute, das funktioniert. Wenn man Schaden hat, kann man hier einfach durchs Feuer gehen. Geht da, ich glaube, hoffentlich geht auch auf dem 3DS. Kann ja mal gucken. Und Leute, falls ihr nicht... Oh, Magieflasche. Und Leute, falls ihr nicht benutzen wollt und einfach den ehrlichen Weg gehen wollt, hinter dieser Tür befürchtet sich ein Auge, das schießt ihr. Das schießt ihr dann mit einem normalen Pfeil natürlich gegen. Wenn ich bitten darf, um keine Magie zu verschwenden. Und schießt dann einfach gegen das Auge. Dann taucht da die Plattform auf. Ich zeige euch einfach nochmal den Weg dahin. Dann könnt ihr euch hier hochhaken. Springt hier rüber und dann... Schon ist das Feuer aus.
Schlitz. Okay, Moment. Jetzt brauchen wir nochmal Bomben. Miau. Schlitz. Schlitz. Schlag ihn tot. Oh. Oh. Schlitz. Alter Mann, die. Weil, Mario, was meinst du eigentlich ein Spiel, was für 8 MB braucht, ne? Für das mit dem Expansion Pack, ne? Vielleicht muss ich den Emulator auf 8 MB machen. Okay. Aber das mache ich erst, nachdem ich das komplette Let's Play Zelda Ocarina of Time aufgenommen habe, Leute. Aber dann wird Mario Mask ohne Textur kommen. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen. Also, ich hätte da nichts gegen, mal die Original N64 Qualität zu sehen. Oh! Ich habe sie ja selber für die N64. Ich auch. Aber 3DS Qualität ist immer noch am besten. Das kommt ja auch vielleicht in 3DS. Was? Das kommt vielleicht für den 3DS noch. Was? Oh, Majora's Mask. Geil! Vielleicht. Wenn meine Quellen mich nicht täuschen. Ein Jahr später. Ey, meine Quellen haben mich nicht getäuscht. Yeah. Wir mussten nur ein Jahr warten. Nicht. Oh, Herze, danke schön, die dazu gut hatte ich. Bloß Magieflasche, oh, ist das nett. Das Herz will ich aber auch noch haben. Auch wenn ich 18 Stück habe. Er will noch ganz andere Sachen. Nein. Ich wollte nicht wissen. Boah, leider ist ein Video gelöscht, was du gedreht hast mit dem einen. Hier den Namen einfügen. Ja. Ich will den Namen nicht aussprechen. Jupp. Du solltest noch einen nicht aussprechen, aber egal. Oh, mein Gesicht. Oh, oh, oh. Ich hab Tittenfraus Gesicht weggemacht. Nein, nicht. Weil ich hier in Ocarina of Time Remake gefailt habe. Aber davor, ich fliege Master Schwert so an. Abbiegerot. Geht schneller dann. Okay, ich muss mitlesen. Ich bin die rote Hexe noch. Ja, ich die blaue. Also du bist Kontake, ne? Ich bin Kuma. Okay, dann bin ich Kontake. Yeah, sieht aus, als hätten wir einen ordentlichen Fang gemacht, Komi. Sieht ganz so aus, Kontake. Du musst mehr wie eine alte Frau schreien. Okay. Wie außergewöhnlich, dass sich jemand so tief in unseren Tempel hineintraut. Wir sollten ihm eine ordentliche Lektion erzeugen. Oh, treuer Vasal. Ich glaube, das sagen die beide. Zerstöre diesen Eindringling. Ja, okay. What the fuck? Das ist episch, Lara. Ja. Oh mein Gott. Vielleicht klappt ja wieder diesmal meine Taktik. Ja, genau. Instant. Geiler Dings. Oh. Ritter. Nein, Mairos Umarmung, her damit. Ich brauche dich. Meine Mutter kommt gerade. Ist mir egal. Na so. Ey, guck mal, ich bin in der Wand gewesen. Hä? Jetzt kannst du mich so oft treffen, wie du willst. Habe ich gerade Schaden genommen. Down! Na, Bruder. Ich meine. Na, Bruder!
erstmal so. Du bist dran wieder. Wo bin ich? Geistertempel. Sieht aus, als hätte sie sich befreien können, Kobel. Sie ist noch jung. Genießt einfach hohen Respekt unter den Gerudo-Kriegerinnen, Kotaka. Vielleicht sollten wir länger zum Dienst des mächtigen Ganondorfs verklagen. Wir sollten ihr Gehirn einer neuen Behandlung unterziehen. Was? Naburo, lauf! Naburo! Ihr Schweine. Das büßt ihr mir. Hä? Kein Herzcontainer. Hä? Kommt da etwa noch was? Wer weiß. Auf jeden Fall lege ich mir meinen Pfeil wieder an. Aber was? Wir werden sehen. Wow! Eine Kampfarena! Geil! Yay! Und wen gucken wir zu beim Kämpfen? Mal gucken. Moment mal, ich glaube, wir sind der Gegner. Moment, wer ist das? Die Zukunft an der Kampfarena auf für die Menschen gehen doch. Okay, ich fange an mit dem Reden. Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen verbrennen. Großwert. Du. Ja. Mein Eiszauber wird seine Seele gefrieren trocknen. Großwert. Navi. Nein. Höllisches Hexen am Maler Killer Omats. Okay. Der Boss ist eigentlich auch ein sehr leichter. Wir müssen nur wissen, wer als erstes schießt. Aber ich glaube, es ist Kuma. Ja. Komm her. Und Kotake, du bleibst schön auf deinem Platz da. Nein. Bam. Kannst du mich was angreifen? Okay, Kotaku. Komm, wie könntest du nur? Die! Oh, Kotaku, was soll der Scheiß? Du fliegst nochmal. Kannst du nicht treffen? Oh. Kuma. Kotake, wo bist du? Kotake, du bist eine blöde Kuh. Wow. Wer schießt? Wer wird schießen? Wer von euch wird schießen? Kotake. Oh, Kotake schon wieder. Kotake! Wer macht's denn? Warum greifst du mich an? Kotake wieder. Genau, Kume, versteck dich hinter ihr. Oh. Kotaku, wo bist du? Kotaku, du bist eine dumme Fuhre. Naja, wer will schießen? Okay, du. Kotaku,
Ja, Leute, ich würde aber sagen, ich beende hier so den Part. Also bis zum nächsten Part. So, ne? Tschüss.